So, ihr Lieben, wir haben heute wieder ein Topmodel des Tages, das heißt einen sehr großen Beckenschiefstand, und den zeigen wir euch jetzt. Schaut euch mal hier diesen jungen Mann an. Im Langsitz hat er einen Beckenschiefstand von 4 cm. Und das einfach so, ohne Unfall, ohne Knochenbruch, allein durch das Leben. Und den werden wir heute mit der Kraft des Geistes noch näher ran. Das muss man doch gesehen haben. Unglaublich, oder? Ja. Das ist unglaublich. Unglaublich schlimm, kann ich sagen. Ja. Wenn das nicht behoben wird, dann sind die Spätschäden ja schon vorprogrammiert. Und dann droht das künstliche Hüftgelenk, später Rollator und im Extremfall sogar Rolli. Mhm. Aber heute bist du hier und jetzt brauchen wir an sowas gar nicht mehr zu denken. Denn du erfährst jetzt die Heilung. Jetzt bin ich bei dir. Schließ du am besten deine Augen. Dann kannst du auch besser fühlen, was da mit dir geschehen darf. Ich schaue jetzt nach allen gleich 2, 3 kleine Drehungen, da sich im Lendenwirbelsäulenbereich jetzt die axiale Verdrehung und jetzt darf sich das Becken verankern. Arbeit ist keine Technik oder Methode oder irgendetwas von Menschen ausgedachtes. Denn das ist nur begrenzt und kann auch gar nicht halten. Sondern hier wirkt der göttliche Geist. Und der göttliche Geist schafft nur Vollkommenheit. Ein 100%iges Ergebnis. Für immer. Und da bin ich fertig. Guckt bitte. Ich muss das nur ein bisschen nach unten biegen, weil auf dem Teppich haftet das sonst. Was sagt ihr, ihr Zuschauer, ihr Lieben? Hm? Ja, ich könnte jubeln, ne? Jubeln! Ich halte mich immer zurück. Ich bin die ganze Zeit schon immer jubeln. Es ist doch fantastisch. Wie ich schon sagte, die geistige Welt macht nur vollkommene Arbeit. Du kannst dich auch mal aufsetzen, bitte. Ja. Schau mal, du hast das alleine so hingelegt. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Ich habe nicht so viel versprochen. Ich habe euch vorhin gesagt, das ist der wichtigste Tag deines Lebens, eures Lebens, die ihr hier seid. Und hier sieht man das Ergebnis. Ja, jetzt drück mal das wieder zurück in die alte Position. Schieb die Ferse mal zurück. Kräftig, kräftig, drück mal. Fühl mal. Feste, noch mehr. Ja, spürst du den Widerstand? Mhm. Das geht nicht mehr zurück. Das hält und bleibt für immer. Ja, du kannst auch versuchen, das selber zurückzukriegen in die alte Position. Mach mal. Zieh mal zurück, dahin, wo das S ist. Und, wie sitzt du jetzt? Ja, ich muss mich halt anstrengen, damit es, ja. Also, es tut jetzt weh. Es tut jetzt weh, genau. Und vorhin war es umgekehrt. Jetzt muss ich jetzt nochmal. Und wenn du locker bist, nochmal gerade hinsetzen, dann kommt es wieder raus. Ja? Es geht nicht mehr zurück in die alte Position. Und die Fußknochen, die berühren sich jetzt. Klasse.